Servus YouTube und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Pack Attack. Ihr seht einen schwarzen Bildschirm, das hat seine Gründe und zwar habe ich die Packs aufgenommen. Am Anfang der Episode habe ich gezeigt, wie ich die Teams zusammenstelle und so weiter und so fort. Bin ins erste Spiel gegangen und bei der Halbzeit war dann natürlich die Videodatei bei 16 Minuten. Dementsprechend wollte ich die dann anhalten, ja ganz normal, damit die Datei nicht zu groß wird und ich die bearbeiten kann. Gut, habe dann eine neue Datei gestartet und dann ist die Elgato Software einfach ausgegangen. Einfach aus, ohne Kompromisse, ohne ja, die Konvertierung des anderen Videos abzuschließen. Dementsprechend habe ich keine Videospur mehr von den Packs, geschweige denn von der ersten Halbzeit. Ihr werdet gleich meine Reaktion auch sehen im Video, dass ich sehr gut gelaunt deswegen war. Also absolutes Traum. Sternchen. Sternchen? Warum Sternchen? Weil das. Okay, alles klar. Egal. Traumstart in diese Episode. Aber sowas passiert. Was ich euch sagen kann, wir sind jetzt mittlerweile angekommen bei 87 Packs. Ich habe ein 5K-Set gezogen, ein 7,5K-Set und ein 25K-Set. In den 7,5K-Set weiß ich nicht mehr genau, was drin war. Auf jeden Fall haben wir Timoschuk gezogen, Lambert als Duplikat und ich meine Jonas von Benfica, der Stürmer, der Brasilianer. Und im anderen Set hatten wir auch irgendwas drin. Ich weiß aber nicht mehr genau, was. Es war aber nichts allzu Gutes auf jeden Fall, meiner Meinung nach, beziehungsweise meiner Erinnerung nach. Und in den 25K-Set hat man dann Visca, Rondo, Abu Diaby und Santi Cazorla. Und dementsprechend war das 25K-Set einigermaßen in Ordnung. Zwar in der schlechtesten 84 gerateten Spieler bekommen, die absolut nutzlos sind, mit 74 Pace oder so auf der linken Seite. Aber an sich trotzdem schon mal nice, dass wir die nächsten 74 gerateten Spieler haben. Und ja, wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Bei Coinbedarf, Shop at Random vorbei, Link ist in der Videobeschreibung. Und es tut mir wirklich leid, dass ich die Videospur nicht hier zeigen kann. Aber wie gesagt, es geht halt nun mal teilweise einfach nicht. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Rest des Videos. Es ist immerhin noch ja, ein halbes Spiel und noch ein ganzes Spiel. Also läuft auf jeden Fall. Und ja, eine Besonderheit übrigens noch. Mir wurde geschrieben, Max, mach mal eine andere Methode. Ich weiß nicht, ob ich das im Video noch erklärt habe. Und zwar, dass ich je nachdem, wie viele Tore geschossen werden, Packs öffne. Das heißt, bei einem Tor ein Pack, bei zwei Toren zwei Packs, bei drei und vier Toren drei Packs und bei fünf plus Toren vier Packs. Habe ich im zweiten Spiel mal ausprobiert. Wie es gelaufen ist, werdet ihr sehen. Ihr solltet in die Kommentare bitte schreiben, was ihr davon haltet und ob ich das in Zukunft so machen soll. Aber ich bin ehrlich gesagt, ich zumindest, bin ehrlich gesagt der Meinung, dass es mit der Pack Attack besser ist, weil da macht der Serientitel noch ein bisschen mehr Sinn und es macht einfach so mehr Spaß und bisher haben wir es so gemacht und sollen wir es jetzt so weitermachen. Aber schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Jetzt aber wirklich viel Spaß und ja, haut rein. Hammer, Freunde! Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 15 Pack Road to Glory. Ja, wir sind schon im ersten Spiel, ihr seht es bereits und ich habe gute Nachrichten für euch, meine Elgato. Ich habe gerade die Aufnahme beendet, weil es war halt ein bisschen länger mit 17 Minuten und ich wollte halt jetzt ne, die nächste Datei anfangen. Und dann hat sich die Elgato-Software einfach gedacht, ey, weißt du was, ich kack mal ab. Und dementsprechend seht ihr jetzt nicht, dass ich zwei Tore geschossen habe, aber die beiden Tore nicht gesehen habe, die beiden unfassbar schlechten Tore meines Gegners nicht gesehen, die ich euch auf jeden Fall noch zeigen werde. Also der Typ ist echt nicht gut bisher. Und wisst auch gar nicht, was wir gezogen haben und so weiter und so fort. Deswegen, ja, mal sehen, wie ich das Ganze jetzt handhabe. Auf jeden Fall denke ich nicht, dass ich nochmal Packs ziehen werde, aber das ist jetzt richtig, richtig scheiße gelaufen auf jeden Fall. Ich werde wahrscheinlich eine kurze Erklärung vor dem Video machen einfach. Das passiert nun mal. Diese Pack Road to Glory, eigentlich läuft es immer relativ gut, aber dieses Mal, ich weiß nicht. Ganz, ganz doof. Ja, gut. Was kann ich sagen? Kein Tor, weil natürlich Abseits war. Ja, wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Werde ich wahrscheinlich schon im Vorspann gesagt haben, aber kann ich jetzt nochmal erwähnen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr Coins braucht. Randy Run in der Videobeschreibung verlinkt. Sehr günstig, momentan wieder am Sinken die Coinpreise. Von daher lohnt sich das auf jeden Fall. Und ja. Was gibt's noch zu sagen? Like auf dieses Video. Würde mich auch insofern freuen, dass ich sehen würde, dass euch die Serie weiter Spaß macht. Die letzten Male haben wir es immer nicht so weit über die 1000 geschafft. Vielleicht schaffen wir es ja dieses Mal wieder. Wäre ziemlich, ziemlich cool. Und gut, was für Spiel habe ich gezogen? Werde ich wahrscheinlich gleich schon erzählt haben. Unter anderem, ja, den guten Santi Cazorla. Och, macht doch den Fallrückzieher. Schade. Ja, wir haben außerdem eine kleine Regeländerung. Das werde ich wohl auch noch nicht erwähnt haben. Und zwar werde ich ab jetzt zumindest mal gleich im zweiten Spiel das Ganze ausprobieren, wie es ist, wenn man das ganze Team quasi spielen lässt. Ja, da heißt es, da ergibt der Name zwar immer noch Sinn, aber nicht mehr so ganz mit der Quintessenz, wie ich sie haben wollte. Gemma mit dem 2:3 aus meiner, also der Gegnersicht. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und zwar wurde mir vorgeschlagen, Max, lass mal einfach das ganze Team spielen. Und je nachdem, wie viele Tore du, also lass ich ja sowieso, aber je nachdem, wie viele Tore du schießt, kriegst du dann halt Packs. Beispielsweise, ach, das ist jetzt doch nicht dein Ernst. Gott sei Dank. Beispielsweise, wenn du ein Tor schießt, kriegst du ein Pack. Bei zwei Toren zwei Packs. Bei drei und vier kriegst du drei Packs. Und bei fünf Toren kriegst du vier Packs. Beziehungsweise bei fünf plus Toren kriegst du vier Packs. Man of the Match, wenn er an deinem Team ist, kriegst du auch nochmal ein Pack dazu. Und ja, das wäre so quasi die Logik gewesen.
Das werde ich jetzt mal einmal ausprobieren. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das besser findet. Ich finde ja ehrlich gesagt die Sache, wie wir es momentan haben, ganz gut. Das ist nur der Stürmer halt. Jetzt wieder die Stürmer, weil das mit dem Namen auch nochmal so ein bisschen konvergiert. Aber von mir aus, ja, schreibt mir das mal ruhig in die Kommentare. Ich weiß nicht, was mit Onoa los ist. Ich weiß nicht, warum der so komplett behindert im Kopf ist. Der hat zwar auch schon ein Tor gemacht mit dem Kopfball, aber trotzdem, den musst du, da musst du doch nicht rausrücken. Das weiß jeder B-Jugendspieler, Alter, ganz ehrlich. Wie kann man denn so schlecht sein? Ich weiß, alle sagen immer, oh, der ist so toll, der ist so gut, aber der ist scheiße, weil er nicht verteidigen kann. Na, guck mal, wie dumm der da gleich rausrückt. Ihr werdet es gleich sehen, der sieht aus wie Sokrates, der Transforders. Ja, Green, du musst dich jetzt rechtlich beschweren. Hier, toll, darf ich nicht mehr angucken, egal. Er ist rausgerückt und das war dumm. Zum Glück ist Germain da und macht direkt das 4:3 wieder. Der Typ ist einfach richtig, richtig gut. Ich mag den total. Es wäre auch bitter gewesen, weil ich zeige euch ja die beiden anderen Tore auch noch. Das war echt, also... Puh! Das waren schon beides relativ dumme Gegentore und das war jetzt auch gerade wieder nicht so toll. Also, und er versucht nur durchzupacen. Mehr kann der nicht. Der ist so schlecht eigentlich. Aber ich mache es ihm auch irgendwie gerade einfach teilweise. Der ist einfach ein richtiger Gott, der Typ. Muss ich wirklich so sagen, anders kann ich es nicht mehr ausdrücken. Das ist schon echt nicht schlecht, was der spielt. Das vierte dumme Gegentor in diesem Spiel, Alter. Ich fass es nicht. Das ist so schlecht hinten drin, ne? Das gibt es überhaupt nicht. Jetzt kriegt Hummels noch gelb-rot. Dante hätte auch schon gelb-rot haben müssen, aber das wollte der Schiedsrichter irgendwie nicht einsehen. Hoffentlich jetzt nochmal ein Freistoßtor mit Trasoras. Das wäre ganz schön, hätte er sich verdient. Hat nämlich schon zwei schöne Freistöße geschossen und wieder in eine Mauer. Das ist echt traurig. Der hat zwei richtig schöne gemacht, beide in eine Mauer. Ja, von mir aus. Egal, der Sieg ist da. Valère Gemma hat 4 Tore gemacht. Das ist sehr, sehr schön. Das heißt, deine Wertung sollte bei 9 sein. Das heißt, wir kriegen 4 Packs, weil er auch Man of the Match zu 90% ist. Also sehr, sehr nice. Ja, die Tore, ne, trotzdem, ey. Ich zeige euch die jetzt mal, gleich, wenn ich überskippen darf. Überskippen ist auch geil. So, ja, 9,7, Man of the Match, perfekt. Haben Münzen bekommen für den Liga-Titel. So, hier, erstes Tor, ne, Quatsch, das war der Ausgleichstreffer. Guck, wir dürfen das 1-0 nicht mehr angucken, weil es zu lächerlich war. Das 1-0 war übrigens ein Eigentor, ne. Das 2-0 war dieses Tor hier. Guckt euch an, was Onoa und... Dings machen. Ne, einer hätte nur hinrennen müssen, aber nein, darf nicht. Und dann macht er einen Fallrückzieher und der Ball springt zu Aubameyang. Hammerding. Dann das Tor von Schürrle. Kann man nochmal perfekt sehen, wie Onoa hier komplett ohne Sinn rausrückt. Ne, den Schritt, den habe ja nicht ich gesteuert. Den. Das ist komplett behindert, aber gut. Und das Tor von Ramos. War halt schlecht rausgepasst, zugegeben. Aber dann, ja, dann musste da, also naja. War schlecht verteidigt auch von mir. Egal. So, wir haben gewonnen und damit sind wir in der Liga weiter. Beziehungsweise haben den Titel gewonnen. Sind jetzt in Liga 6. Ohne Niederlage, ohne Punktverlust. Wollen jetzt in Liga 6 angreifen. Und bis gleich. Die Soccer Warriors sind unser zweiter Gegner. Möpse, also ein richtig lustiger Typ auf jeden Fall. Hat ein gekauftes FC-Kreditkartenteam aus der Premier League. Angel Di Maria, dann haben wir noch Aguero, haben wir noch Hazard, haben wir noch Touré. Übrigens ist das nicht schlimm, wenn man solche Teams hat. Es ist nur bitter, deine Liga 6 zu spielen. Ja, ist auch nicht, irgendwie mittlerweile ist es nicht mehr schlimm, sich Coins zu kaufen, weil es jeder macht. Aber es ist traurig, deine Liga 6 zu spielen damit. Das ist zumindest meine Meinung, aber gut. Wow, Alter. Der Typ spielt bisher gar nicht schlecht und zwar, weil er ein extrem starkes Pressing spielt. Also der ist wirklich die ganze Zeit direkt an mir dran. Das geht mir ziemlich auf den Nerven, ehrlich gesagt, weil ich da nichts gegen machen kann. Luke Shaw, Hazard, natürlich auch die Spieler dafür, ne? Also wenn du gute Spieler hast, dann pushen die halt auch. Oh mein Gott, was ist heute mit der Defensive los? Was ist da los? Hallo? Das gibt's doch nicht. Was für eine Scheiße. Das ist ja so ein komplett unnötiges Gegentor. Ich meine, wie er da durchläuft, ist schon lächerlich. Und dass der Pass dann abgefälscht wird und Onoa wieder Scheiße macht, wie jedes Mal. Mann, Mann, Mann.
Ich merke schon, dass die heutige Episode unter keinem guten Stern steht. Das ist leicht offensichtlich. Schrecklich. Vor allem, weil Juri auch noch so gut ist. Lukaku! Ja, ein bisschen sweaty. Mehr oder weniger zumindest. Die Flanke musste ich da schlagen. Ich meine, ich kann ja nicht schießen von da mit Song mit dem schwachen Linken. Und Lukaku ist in der Mitte komplett frei, zum Glück. Es ist so, dass der Gegner auf jeden Fall nicht schlecht ist. Ja, kann man nicht sagen. Deutlich besser auch als der letzte. Aber er ist nicht annähernd so gut, als dass ich gegen ihn verlieren müsste. Und da ich normalerweise entweder verliere oder gewinne und die Unentschieden spiele, gewinne ich jetzt. Wunderbar gespielt, da außen von Vargas, Lukaku, schade. Die erste vernünftige Chance im zweiten Durchgang, gesehen von einem Volley von Henderson, den ich mittlerweile rausgenommen habe für Vargas eben. Er wird langsam schwächer, aber ich komme nicht wirklich hinten durch, weil der Typ halt Company und ich glaube Mangala hat, ich bin mir gar nicht sicher, wen er noch stehen hat. Auf jeden Fall ein sehr starkes Innenverteidiger-Duo, an dem ich sehr schwer bisher vorbeikomme. Komm Vargas, Mann, dieser Lori geht mir auf den Sack, der hält alles. Der hält wirklich alles. Komm. Kopfball von Vertonghen. Natürlich ist Lori da. Gar keine Frage. Ich stehe übrigens auf sehr offensiv. Das heißt, wenn ich jetzt auskontern werde, bin ich richtig am Arsch. Lupf. Diaby, komm. Warum darf ich eigentlich mit Diaby spielen? Warum wird mir der Spieler so dumm gewechselt? Ja, weil es Song war. Ist egal. Sehen gleich aus. Komm, Lukaku! Alter Lachs! Wo kam das denn her? Eieiei, und das mit dem schwachen Rechten. Den musst du auch erstmal so rein, Haaland. Haaland vor allem. Ja, Helmut Haaland. Alter Schwede. Hab aber eine Menge Wut in der gesteckt, du. So, und damit ist es auch vorbei. Das zweite Spiel wird auch gewonnen. Der erste Sieg in Liga 6, der erste League. Ja, zwei Tore von Lukaku und jetzt werdet ihr sehen, warum es nicht ganz so sinnvoll ist vielleicht teilweise, vor allem jetzt in den höheren Ligen, wenn es darauf ankommt, wie viele Tore ich schieße. Also wie gesagt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, mir ist das erstmal egal, ist eure Entscheidung. Aber naja, wir werden jetzt weniger Packs haben, denn wir haben nur zwei Tore geschossen, das heißt zwei Packs. Wenn der Man of the Match in unseren Reihen ist, genau, haben wir drei Packs und ansonsten hätten wir jetzt vier Packs gehabt, ja. Also es wäre auf jeden Fall einiges mehr möglich, wenn wir die alte Bewertung bzw. den Vorgang da lassen und ich würde es ehrlich gesagt auch bevorzugen, aber schreibt mal wie gesagt eure Meinung in die Kommentare. Nedim Unoa war wieder richtig schlecht, das bin ich ja nur gewohnt, aber egal, war ein verdienter Sieg und das war's von dieser Episode. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, bis dann, haut rein und ciao.